Ich droppe zwei Riesen und die Queen versteckt sich erstmal. Hallihallo, hier ist der Gusor wieder. Ich will euch was zeigen, was ich so noch nicht hatte. Das ist echt eine ziemlich geile Nummer. Angriffslock. Zack. Und zwar, ihr seht es gleich am Anfang. Die Queen ist gerade hier. Ich droppe zwei Riesen und die Queen versteckt sich erstmal. Fand ich richtig geil. Ich mach's nochmal. Die Queen rennt draußen rum. Ich droppe die Riesen und zack ist die Queen weg. Das fand ich ziemlich übel. Wiederholen. Zieht euch das bitte rein. Bam. Anstatt die... Und jetzt, guck mal, die hat sich da richtig clever angestellt. Also erstens hat die natürlich die Riesen niedergemacht. Ich habe dann noch einen Riese gedroppt und so. Aber guckt mal, die hat da richtig... Weil die Bogies dann erstmal auf die Mauer gegangen sind. Und jetzt gehen sie erst, zack, darauf. Also das war schon ziemlich krass. Da habe ich ganz schön da gesessen, ey. Das war eine ziemlich kranke Nummer. So, jetzt hauen wir hier nochmal einen kleinen Check hinterher. Mr. PP ist der Anführer. Town Hall 8. Fast mehr. Hier, jetzt, mir fällt der Unterschied jetzt auf. Zack, zack. Die beiden Bogietürme, die sind auch noch am Upgraden. Hier nicht weiter wild. Die kann man in dem Fall wirklich zu zweit machen, weil wir haben ja hier noch Sachen, die Einzelschaden machen. Von daher ist das cool. Und schön beide Bohrer schon auf 3, also einwandfrei. Also ich würde sagen, wirklich ab nach oben mit dir. Klar, du könntest jetzt noch Minen und Sammler. Die auf jeden Fall noch. Aber nicht vergessen, denk dran, nicht immer bis zum allerletzten Punkt das ausreizen und dann, ah ja, ich müsste ja dann irgendwann mal, wenn ich maxed bin, dann mal anfangen, Rathaus zu uppen. Das dauert eine Weile und in der Zeit sitzt ihr sonst da und ärgert euch die Pelle wund. Also von daher, King ist auch schon auf 10, ab mit dir nach oben. Wirklich, ab mit dir nach oben. Du kannst hier die Sachen hier noch ein bisschen upgraden mit Mauern, aber da hast du Zeit für. Du hast da 10 oder 12 Tage Zeit für. Bin ich der Meinung. Klar, na, die beiden Bogietürme noch. Ah, das kriegst du auch erfahren in der Zeit. Also das ist gar kein Thema. Ab nach oben mit dir. Also wirklich, Base Layout, super. Da kann man gar nichts meckern dran. Mir steht eventuell der Magier, die beiden Magiertürme vielleicht ein bisschen dicht bei, also ein bisschen dicht dran, sage ich mal, dass man die relativ schnell schnetzeln könnte. Aber das geht auch. Also, ja, das ist okay. Das passt. Doch, doch. Das ist okay. Also ihr habt wirklich gute Basen und das lohnt sich hier. Also jetzt wirklich viele Maxed-Out-Geräte oder kurz vor Maxed-Out. Also ich glaube wirklich, der Trend geht definitiv zu einer richtig gut gemaxten Base als dieses Überrushen auf jeden Fall. Ja, wenn ihr es gesehen habt, ihr habt es glaube ich nicht gesehen, aber diese Mauer ist mittlerweile auch Level 10. Die habe ich jetzt, ich glaube, zwischen dem letzten Video und jetzt habe ich die gerade dann nochmal hochgeballert. Das, ich weiß, das war eine ganz kurze Nummer, aber ich wollte euch das unbedingt mit der Queen zeigen. Das denke ich, und ich denke auch lieber ein kurzes Video als gar kein Video. Würde ich mal denken. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch was und ihr haut rein.